to Tantric Love. Für uns Tantriker ist es wichtig, wirklich fit zu bleiben und beweglich zu bleiben. Und wir betrachten unseren Körper als Tempel für unsere Seele und wir sorgen dementsprechend für unseren Körper. Und Stretching into Tantric Love, das sind Übungen, die ich gesammelt habe, die speziell für die tantrischen Königspraktiken sehr wichtig sind. Durch diese Übung, wirst du elastisch, sie entstammen dem Faszien-Yoga, wirst du elastisch, du kannst leicht im Yab-Yum-Sitz sitzen ohne Schmerzen, du kannst eine Kashmir-Massage geben ohne Schmerzen, das ist ganz wichtig, weil wenn du dich nicht wohlfühlst, kannst du auch nicht eine gute Tantra-Massage oder Kashmir-Massage geben. Und im Maituna-Ritual in Yab-Yum braucht man natürlich auch ein offenes Becken und gestreckte Sehnen, Muskel und eine gewisse Fitness ist Voraussetzung, um Tantra praktizieren zu können. Ein weiterer Vorteil bei diesen Übungen ist, dass wir jung bleiben und jugendlich bleiben. Denn was ist eigentlich das Alter? Das Alter ist, dass wir uns immer mehr in uns zusammenrollen, immer mehr in uns zusammensinken und immer steifer und unbeweglicher werden. Und durch diese fantastischen Faszien-Yoga-Übungen arbeiten wir dem entgegen. Das heißt, wir öffnen unseren Brustkorb, damit wir lieben können. Ja? Wir öffnen unseren Körper, wir strecken unseren Körper dem Leben entgegen und der Liebe entgegen. Und ein elastischer, aufrechter Körper wird niemals alt ausschauen. Hingegen ein zusammengesunkener, versteifter Körper, selbst wenn der Mensch jung ist, schaut er dann relativ alt aus, wenn der Körper steif und zusammengesunken ist. Ich mache meine Faszien-Yoga-Übungen immer gleich nach dem Aufstehen, entweder im Bett und bei schönem Wetter im Garten oder am Balkon auf einer Matte. Was ihr dazu braucht, ist eine elastische Kleidung, dann entweder ein festes Theraband oder einen Gürtel und eine Matte auf dem Boden, damit ihr bequem sitzt und auch eure Knie schont. Die erste Übung, die ich euch zeigen will, die streckt die hintere Beinmuskulatur. Wir legen uns hin, schlingen das Theraband um den Vorfuß und strecken den Vorfuß in den Himmel. Es ist wichtig, dass wir die Zehen möglichst weit zu unserem Gesicht ziehen und die Ferse möglichst weit zum Himmel und den Kopf möglichst weit nach rückwärts strecken und den anderen Fuß, ja, möglichst weit lang ausstrecken, sodass wir richtig lang ausgestreckt und gedehnt sind. Und dann halten wir diese Stellung ungefähr eine halbe Minute und dann drücken wir mit dem Vorfuß 10 Sekunden, ohne die Stellung zu wechseln, gegen den Gürtel oder gegen das Theraband. Es sollte ein gewisser Wohlfühlschmerz entstehen, aber kein Schmerz, bei dem ihr nicht mehr atmen könnt. Es ist wichtig, immer tief und langsam zu atmen während der ganzen Faszien-Übungsserie. Ja? Das ist ganz wichtig. Und diese Übung streckt wunderbar. Und dann lassen wir wieder los, atmen aus und ziehen das Bein noch näher an unseren Körper heran und den Vorfuß noch mehr zum Gesicht. Und es gibt eine wunderbare Streckung im ganzen hinteren Bein. Diese Muskeln sind durch unsere sitzende Lebensweise und durch den Stress meistens sehr verkürzt. Und wir atmen und wir genießen das Langwerden und das Strecken. Und dann
nach ungefähr 1,5 oder 2 Minuten, es ist wichtig, dass ihr die Übungen lange haltet, damit sie eine Wirkung haben, nehmen wir das Theraband weg und ziehen den Vorfuß so weit wie möglich zu unserem Gesicht und die Ferse so weit wie möglich gegen den Himmel. Es ist natürlich wunderbar, das Ganze im Freien machen zu können, weil ich sehe jetzt die Blätter über mir und den Himmel, ein wolkenloser Himmel hier in Griechenland in meinem Tantrahaus. Und es ist einfach ein Traum, in der Natur praktizieren zu können. Und das Ganze machen wir dann auch mit dem anderen Bein. Wir geben wieder den Vorfuß in die Schlinge und strecken die Ferse so weit wie möglich nach oben und den Vorfuß, die Zehen ziehen wir so weit wie möglich zu unserem Gesicht. Der untere Fuß wird lang gestreckt in diese Richtung und der Kopf und die Wirbelsäule in diese Richtung. Ihr könnt diese Übung mit mir machen, gleich mit mir machen, habt ihr gleich eine Anleitung. Wir atmen, wir genießen die Streckung und dann drücken wir 10 Sekunden, ohne die Fußstellung zu verändern, gegen das Theraband oder gegen den Gürtel. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und mit dem Ausatmen ziehen wir dann den Vorfuß wieder noch näher zum Gesicht, die Ferse möglichst weit gegen den Himmel strecken und den Fuß nach unten strecken, den Kopf wieder in diese Richtung, die Wirbelsäule in diese Richtung. Wir genießen die Streckung und ziehen dann den Vorfuß so weit wie möglich. Die Zehen so weit wie möglich zu unserem Gesicht und die Ferse zum Himmel. Mach mal einen Cut. Die nächste Übung streckt unsere Leiste und unseren Oberschenkel. Wir drehen uns auf den Bauch. Ich gebe die Stirn immer auf meine Hand. Und wir nehmen unseren Fuß, unsere Zehen, unseren Vorfuß und drücken ihn so weit wie möglich an unseren Po und drücken die rechte Leiste so weit wie möglich in den Boden. Dabei kann sich das Knie leicht anheben. Wir atmen. Wichtig ist wieder, dass wir uns lang strecken, den Kopf nach oben, das Knie möglichst weit nach unten und das Bein, das unten liegt, weit strecken in diese Richtung. Also wir machen uns lang. Wenn ich im Bett bin, dann strecke ich meinen Arm aus und greife mit der Hand das Ende der Matratze und dehne mich noch einmal lang. Und dann drücke ich 10 Sekunden mit dem Fuß in meine Hand, ohne die Stellung zu verändern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann drücke ich mit dem Ausatmen die Ferse noch näher zum Po und genieße die Streckung in der rechten Leiste. Und im Oberschenkel und im Knie. Diese Übung ist auch eine Übung, die wie auf von Zauberhand Knieschmerzen sofort erleichtern kann. Und dann lassen wir die Hand los und drücken ohne Hand die Ferse nochmal kräftig 10 Sekunden zum Boden. Atme.
andere Seite. Die linke Ferse jetzt zum linken Po. Wir greifen mit der linken Hand den Vorfuß um die Zehen und drücken die Ferse gegen den Po. Und die rechte Leiste gegen den Po. Das Knie streckt sich automatisch nach unten und hebt sich vielleicht leicht an, das linke Knie. Und wir machen uns wieder lang. Wir machen den ganzen Körper lang. Und dann drücken wir 10 Sekunden mit dem linken Fuß gegen unsere Hand, ohne die Stellung zu verändern. Recht kräftig, sodass wir an die Schmerzgrenze gehen. Das heißt, dass wir einen Wohltu-Schmerz empfinden. Von einer Skala von 1 bis 10 können wir bis zu 8 gehen, damit sich was tut in unserem Fasziennetz. Und mit dem Ausatmen lassen wir dann wieder los. Und drücken die Ferse noch mehr in den linken Po. Und die linke Leiste gegen den Boden, gegen die Matratze. Und zum Schluss lassen wir wieder los und drücken die linke Ferse 10 Sekunden fest gegen den linken Po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und jetzt gibt es eine wundervolle Dreifachübung für unseren Rücken. Und zwar geben wir die Hände neben unsere Brust und strecken sie. Und wir strecken uns also ganz in die Höhe. Wichtig ist, dass wir jetzt schauen, dass unsere Schultern und Schulterblätter unten bleiben. Also, dass wir nicht hier so einsinken, dass Schultern und Schulterblätter unten bleiben. Wir strecken uns wieder lang, den Kopf nach oben, die Zehenspitzen nach hinten und die Leisten liegen auf dem Boden. Wir atmen tief, so wie wir es gelernt haben im Tandava-Workshop. Wir atmen, die Schulterblätter sind unten sehr wichtig, der Körper ist entspannt und dann drücken wir 10 Sekunden fest, mit den gesamten Beinen, von den Leisten bis zu den Zehenspitzen, gegen den Boden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Mit dem Ausatmen gehen wir dann noch ein Stück höher, ein Stückchen höher. Wir atmen und genießen die Streckung. Diese Übungen machen uns auch kräftige Muskeln, dadurch, dass wir mal 10 Sekunden Widerstand einbauen, aber schöne, langgestreckte Muskeln, das ist wichtig, elastische Muskeln. Und wir atmen und genießen, dass unser Körper langgestreckt wird und sich aufmacht, anstatt sich zusammenzukrümmen. Und dann versuchen wir, die Beine 10 Sekunden zu heben, was natürlich nicht geht, aber wir spannen sie an, 10 Sekunden, 1, von der Leiste wieder bis zur Zehenspitze, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und mit dem Ausatmen gehen wir noch ein Stückchen höher und strecken uns den Kopf gegen den Himmel und die Füße nach hinten. Wir strecken uns lang. Von Scheitel bis zur Sohle strecken wir uns lang und genießen diese Länge. Und nach eineinhalb mit zwei, nach, oder zwei Minuten, bis zwei Minuten, gehen wir dann wirklich langsam Wirbel für Wirbel
aber bitte wirklich langsam wieder zurück auf unsere Matte. Und gehen wir in den Vierfüßlerstand. Strecken unsere Ellbogen, unsere Arme aus und drücken mit den Schultern auf die Matte. Das könnt ihr auch abwechselnd machen. Einmal die rechte Schulter, einmal die linke Schulter. Und das ist so eine wunderbare Entspannung für unseren Schultergürtel und auch für unsere Arme. Und dann setzen wir uns wie im Yoga in der Stellung des Kindes auf unsere Fersen. Unsere Arme liegen ganz entspannt vor uns und wir genießen die Entspannung und die Dehnung im Rücken. Jetzt kommt meine Lieblingsübung, eine Übung, die eigentlich die wichtigste ist, um im Yabyum-Sitz sitzen zu können oder überhaupt im Schneidersitz sitzen zu können. Und zwar geben wir ein Bein nach vorne und winkeln es 90 Grad Unterschenkel mit Oberschenkel ab und das andere Bein strecken wir nach rückwärts. Und jetzt ist wichtig, diejenigen, die das noch nicht können, können den vorderen Unterschenkel so abbiegen. Seht ihr? Und sich dann langsam vorarbeiten, bis wirklich einen Winkel zwischen Unter- und Oberschenkel gibt von 90 Grad. Und auch der Oberschenkel wirklich in der Verlängerung der Hüfte liegt. Und dann stützen wir beide Hände auf, wir strecken sie durch. Spüren wieder, wie wir lang werden, von der Zehenspitze bis zum Scheitel. Und drücken die linke Leiste gegen den Boden. Das kann am Anfang ganz schön ziehen, ja, weil wir alle durch das viele Sitzen verkürzt sind. Diese Übung ist genial, wirklich für den Yabyum-Sitz. Dass wir wirklich unser Becken öffnen können, unsere Beine öffnen können. Und überhaupt für jede Meditationshaltung. Meditationshaltung machen wir entweder im Lotus-Sitz oder im Schneidersitz. Und wenn wir uns wirklich vorarbeiten, dass wir 90 Grad sein können, winklig sein können, dann können wir sicher sein, dass wir gut in der Yabyum-Haltung sitzen können. Und dann drücken wir sowohl das vordere Bein als auch das hintere 10 Sekunden nach unten. 1, 2 in den Boden. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und mit dem Ausatmen lassen wir los und strecken uns noch länger und die Leiste, die linke, noch mehr in den Boden hinein. Also es ist ein wunderbares Gefühl, weil wir spüren richtig, wie wir gestreckt werden. Und wichtig ist, dass wir auch hier die Schultern unten lassen und die Schulterblätter und nicht uns hineinhängen lassen. Und es ist auch nicht wichtig, vorzugehen, sondern wirklich schön aufrecht zu bleiben. Ich habe keine bessere Übung gefunden, die uns wirklich hilft, die Elastizität für die so wichtige im Tantra, so wichtige Yabyum-Position zu machen und sich drinnen auch wohlzufühlen. Wir müssen ja denken, in der Kashmir-Massage sind wir ungefähr 1,5 Stunden entweder im Lotussitz oder im Schneidersitz. Und das ist für viele westliche Menschen sehr schmerzhaft. Und deswegen ist es gut, wenn ihr diese Übungen macht, diese Faszien-Yoga-Übungen, weil sie euch wirklich helfen, euch wohlzufühlen in diesen Stellungen. Und jetzt 10 Sekunden lang versuchen wir beide Beine zu heben, was natürlich unmöglich ist, aber wir spannen die Muskulatur an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mit dem Ausatmen lassen wir los,
Und machen uns noch länger und drücken die linke Leiste noch mehr gegen den Boden. Ah, und wir genießen unser Strecken. Wisst ihr, wenn ihr dann aufsteht, wenn du dann aufstehst nach dieser Sequenz, die ich ausgesucht habe für dich und ich jeden Morgen mache, dann fühlst du dich wie neugeboren. Dein Blut fließt, du zirkulierst, es zirkuliert in jeder Zelle, du spürst es, du spürst so eine sanfte energetische Vibration und du bist vor allem aufrecht, vertikal, mit einem offenen Herzen. Und dann ganz langsam, ganz, ganz langsam gehen wir aus dieser Stellung raus und wir gehen mit dem linken Fuß vor, in einem rechten Winkel, Unterschenkel, Oberschenkel, den hinteren Fuß, den strecken wir nach hinten und dann schauen wir, dass der Oberschenkel möglichst in einer Linie mit dem Hüftgelenk ist und diejenigen, die das nicht können, die dürfen den vorderen Oberschenkel abwinkeln und sich dann langsam vorarbeiten, dass sie zu 90 Grad kommen. Das heißt, wir sitzen dann so aufrecht, nicht nach vorfallen, nicht einsinken, wirklich aufrecht und drücken die rechte Leiste in den Boden hinein. Und dann drücken wir beide Beine 10 Sekunden in den Boden, ganz fest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mit dem Ausatmen lassen wir los, strecken uns noch mehr und drücken die rechte Leiste noch mehr in den Boden. Und wir spüren eine wunderbare Dehnung im linken Po. Und eigentlich im ganzen Körper. Das ist eine Übung, die den ganzen Körper streckt und dehnt und wirklich auf wunderbare Weise für die tantrische Praxis vorbereitet. Und dann versuchen wir beide Beine nach oben zu heben, was natürlich nicht geht, aber indem wir das versuchen, spannen wir sie an, 10 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann lassen wir mit dem Ausatmen los und strecken uns noch mehr in diese Übung hinein. Ich mache in dieser Position auch immer die verschiedenen Liebesmuskelübungen, aber das ist wieder ein anderes Video. Ich baue das gleich ein in der Früh. Ich trainiere alles. Und in dieser Stellung trainiere ich dann auch meine Beckenmuskel, meine Liebesmuskel. Das ist, wie gesagt, wieder ein extra Video, das ihr euch anschauen könnt. Ist ganz wichtig, wenn wir in der Yabyum-Stellung sind, dass wir trainierte Beckenmuskeln haben, weil wir uns ja dann kaum bewegen und allein durch unsere Beckenbodenmuskulatur Yoni und Lingam in Kontakt halten. Ja? Und in Kommunikation bringen. Und dann gehen wir ganz langsam wieder raus, legen uns auf den Rücken und ziehen das ein Bein zu uns, wobei das Knie sich nach außen dreht und der Fuß nach innen. Und das halten wir für 10 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Und dann das andere Bein. Das Knie dreht sich nach außen, der Fuß nach innen. Ja? Das ist die beste Vorbereitung für Yabyum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und jetzt ist es ja wichtig, sowohl in der Verschmelzungsumarmung auch in Yabyum, dass wirklich Herz an Herz kommt, dass wir wirklich unseren Brustkorb öffnen können. Und da bietet Faszien-Yoga eine wunderbare Übung, die ich euch jetzt zeigen will. Und zwar legen wir uns auf den Bauch. Wir öffnen die Arme zu einem V. Wir geben
einen Arm neben die Brust, in dem Fall ist das die linke Handfläche, und wir drücken uns auf die andere Seite hinüber, sodass dieser Arm, der unten bleibt, sich streckt. Und diejenigen, die sehr beweglich sind, können jetzt dann noch den einen Fuß, der oben ist, nach hinten geben, dann wird die Streckung noch größer. Es ist ganz wichtig, dass ihr Nacken und Schulter total loslässt, total locker lässt. Und wir atmen und wir genießen die geniale Dehnung in unserem Brustkorb, in unserer Schulter und in unserem Oberarm. Wir atmen, genießen die Streckung. Wenn man viel im Büro sitzt, am Computer sitzt, ist das eine geniale Übung, nicht nur für Tantra. Und dann drücken wir mit dem Arm 10 Sekunden in den Boden hinein, und zwar von den Fingerspitzen bis zur Schulter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Lassen los, mit dem Ausatmen gehen wir noch mehr in die Dehnung und genießen die Dehnung. Es ist so schön, dem Alter entgegenzuwirken und elastisch zu bleiben und den Körper zu öffnen und schöne, langgestreckte, feste Muskeln zu haben. Und dann gehen wir ganz langsam wieder in die Bauchlage und wechseln die Arme. Beide Arme in V-Form, die andere Hand jetzt neben der Brust, und wir drehen hinüber, wir dehnen den anderen Arm von der Schulter heraus. Und das obere Bein, für diejenigen, die es besonders gut strecken können, das kommt dann zurück. Und wir können den Arm justieren. Wenn der Winkel wie bei mir jetzt zu klein war, dann können wir den Arm weiter runtergeben. Und wir spüren die wunderbare Streckung in Schulter, Oberarm und Brustmuskulatur. Und wir lassen den Nacken und die Schulter total los und locker. Wir atmen. Und dann drücken wir die Hand und den ganzen Arm bis zur Schulter 10 Sekunden in den Boden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lassen los, atmen aus und gehen noch mehr in die Streckung und in die Dehnung und genießen die Dehnung. Und wir atmen, es geht so eine Dehnung eigentlich durch den ganzen Körper mit Schwerpunkt auf Arme und Schulter. Und dann drehen wir uns langsam wieder auf den Bauch, geben die Arme in V-Form, die Stirne auf die Matte und geben 10 Sekunden die Arme in V-Form so hoch wir können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und danach beginnt mein Tag. Mein Körper ist gedehnt, gestreckt, weit für das Leben geöffnet. Mein Herz ist offen für die Liebe und ich genieße jeden Augenblick. Namaste.